Der aufrechte Gang ist Geschichte. Der moderne Mensch guckt nur noch nach unten, egal wo. Was haben Sie schon erlebt mit Leuten, die nur noch Augen für ihr Smartphone haben? Wie oft gucken Sie selber auf Ihr Display, statt auf den Verkehr drumherum? Bei uns in Stuttgart oder so, also da laufen sie viel nur noch mit dem Handy und gucken nicht auf den Verkehr und alles Mögliche. Gell? Also ich meine, die sind völlig weg von der Scheibe. Gell? Wenn sie nicht aufpassen, rennen sie gegen den nächsten Laternenmast, ja, und fallen da ein um vor lauter Schreck. Ja? Meine Schüler freuen sich schon hinten dran. Die haben auch das Smartphone nur am Ohr, beziehungsweise vor sich. Ja? Also das ist, ich finde es etwas nervig teilweise. Ne? Also was mir so aufgefallen ist, wenn ich selber Fahrrad fahre und es laufen beim engen Bürgersteig Leute auf dem Fahrradweg mit Handy und meistens noch mit Ohrstöpseln, da kann ich klingeln so viel, wie ich will, passiert gar nichts. Und das stört mich sehr. Mich nervt es total, aber ich mach's auch. Ich kann schon verstehen, warum man das macht, wenn man halt nur so schnell auf dem Weg ist, noch irgendwo hin will und kurz noch mal drauf gucken will oder so, aber es ist doch schon teilweise sehr lästig. Ja, aber es gehört ja zur heutigen Gesellschaft dazu, wenn man da drauf geboren wird. Ja, und die Drehscheibe gehört auch dazu, zum Mittag. Und dazu herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und natürlich auch allen, die gerade nur zuhören, weil sie wieder einmal so unterwegs sind hier. Kennen Sie auch, oder? Erst das Smartphone, dann erst die Umwelt und auch der Verkehr drumherum. Man muss ja auch Prioritäten setzen. Doch der ständige Blick hier drauf, der macht den Alltag nicht unbedingt sicherer. Das Risiko durch die nach unten Gucker muss also irgendwie anders verkleinert werden. Und da testet die Stadt Köln jetzt eine ganz neue Sache, nämlich die Bodenampeln. Achtung, Smombies unterwegs. Smartphone-Zombies versunken ins Handy-Display, abgeschnitten von allen äußeren Reizen wie Ampeln oder Straßenverkehr. Bei Zebrastreifen sowieso, da guckt niemand hoch, was gefährlich ist, weil Autos dich ja nicht immer sehen. Aber generell, wenn man so rumläuft, Fahrradfahrer oder so, da bin ich jetzt auch schon mal vorgelaufen. Also es lenkt auf jeden Fall ab, ja. Ich versuche schon beim Gehen das eigentlich nicht zu machen, weil ich schon merke, also dass man das halt dann, das drumherum eigentlich nicht so wahrnimmt. Für die Generation Kopf unten hat die Stadt Köln nun Bodenampeln installiert. Zusätzliche Warnleuchten, die auch ins Auge springen, wenn man nach unten schaut. Aufs Smartphone. Die Blickrichtung im 60-Grad-Winkel vom Boden in die Augen ist dort dann möglich durch diese Lichtleisten, die extra in diesem Winkel auch angelegt sind, damit zumindest das aufschreckende Element da ist. Halt, bleib stehen, da kommt gleich eine Bahn. Diese Lampen leuchten nicht umsonst. Und wenn wir es dadurch schaffen, jemanden, der vielleicht noch müde ist, morgens um 4 auf dem Weg zur Arbeit oder sonst etwas, zu erreichen, dann kann es sein, dass wir einen Unfall vermieden haben. Und das ist dann schon mal ein Gewinn. Denn gerade an Straßenbahnübergängen sterben jedes Jahr in Köln mehrere Menschen. Und immer öfter wird das Smartphone zur tödlichen Gefahr, verunglückten Fußgänger, weil sie sich ablenken lassen. Jeder sechste Fußgänger beschäftigt sich im Straßenverkehr mit seinem Handy, haben Unfallforscher der DEKRA herausgefunden. Jeder zwölfte tippt sogar beim Überqueren einer Straße. Weil Handys gesellschaftlich überall genutzt werden. Jeder denkt immer nur daran, ich bin ja jederzeit erreichbar, ich möchte auch jederzeit kommunizieren. Aber diese Gefahr, die davon ausgeht, wenn man die am Straßenverkehr teilnimmt, das ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst. Können die LED-Leuchten es richten? Bei jungen Menschen kommen sie jedenfalls gut an. Ja, ich finde die super, weil die normalen Ampeln, die ignoriere ich ehrlich gesagt gerne. Und die sind so hell, finde ich schon sinnvoll. Also die kann man eigentlich gar nicht übersehen. Da ist die Hemmschwelle, glaube ich, schon noch mal größer. Ja, wenn man nach unten guckt, sieht man sie schon. Auch wenn man abends hier langläuft, sieht man sie von Weitem. Aber ansonsten tagsüber eher unauffällig, würde ich sagen. Und so gilt weiterhin aufpassen, gerade als Smombie. Damit es einem nicht so ergeht wie in diesem Schockvideo, mit dem die Schweizer Polizei eindrücklich mahnen will. Mehr als eindrücklich, würde ich sagen.